Weihnachten ist nicht mehr weit und damit stellt sich für viele Autofahrer die Frage, wie transportiere ich jetzt eigentlich meinen Christbaum nach Hause? Das hängt natürlich ganz von der Größe des Baumes ab. Einen sehr kleinen Baum lässt sich natürlich im Kofferraum eines Fahrzeugs transportieren, da möglichst auch dafür sorgen, dass der Baum nicht in den Innenraum fliegen kann. Das heißt, Einsatz von einem Trenngitter oder die aufgestellte Rücksitzlehne ist hier mehr oder weniger Pflicht. Der Baum muss natürlich auch hier gesichert sein. Er darf nicht zu weit über das Fahrzeugheck hinausragen. Und wenn ja, dann muss er hier deutlich gekennzeichnet sein. Für größere Bäume bietet sich der Dachträger an. Aber was ist im Falle einer Vollbremsung oder gar bei einem Unfall? Ein solcher Extremfall sollte bei der Verladung und Befestigung des Baums durchaus in Betracht gezogen werden. Eine mannshohe Tanne bringt um die 30 Kilo auf die Waage. Bei einem Aufprall mit 50 km/h zerren in diesem Fall 750 Kilo am Dachträger. Der ADAC hat getestet, was in so einem Fall passieren kann. Die Tanne wurde mit dem Stamm nach vorne zunächst mit den üblichen Gummiexpandern sorgfältig verspannt. Das Transportnetz darf übrigens keinesfalls zur Befestigung herangezogen werden. Dann der simulierte Aufprall mit 50 km/h. Der Baum zerreißt dabei mit einer Beschleunigung von über 700 Kilogramm die Expander, so als seien sie überhaupt nicht vorhanden. Schon allein ein Bremsvorgang, ein kleiner Bremsvorgang, kann hier dafür sorgen, dass es wirklich zu einem Geschoss wird. Das heißt, er trennt sich vom Dachträger und ist dann ungesichert und kann hierdurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Bei einem Unfall, wie wir ihn hier simuliert hat, natürlich noch viel schwerwiegender. Dann kann es wirklich zu einem extremen Unfallrisiko kommen, wenn der Baum letztendlich einem Unfallgegner hier durch die Heckscheibe fliegt oder im schlimmsten Fall auch noch durch die Frontscheibe eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Diesmal wollen wir es besser machen. Die Tanne wird mit zwei Spanngurten am Dachträger verankert. Der Stamm wird auch hier in einer Schlaufe zusätzlich gesichert. In diesem Fall bleibt der Baum an Ort und Stelle. In der Zeitlupe wird deutlich, welche Kräfte an der Tanne zerren, aber die Spanngurte sorgen für einen sicheren Halt. Hierbei muss man wirklich Sorge tragen, dass nicht schon allein bei einem Bremsvorgang der Baum sich hier vom Träger trennen kann. Das heißt, ein Einsatz von einem stabilen Spanngurt, der um den Baumstumpf geschlungen wird, ist hier eigentlich Pflicht.